Das Trainingslager der Lilien füllt sich mehr und mehr. Am Montagvormittag sind Präsident Rüdiger Fritsch und Vizepräsident Markus Pfitzner in Spanien angekommen. Und am Montagabend wird auch der neu verpflichtete Co-Trainer Björn Müller zur Mannschaft stoßen. Auch der frisch gebackene Vater Jan Rosenthal steht seit heute mit auf dem Übungsplatz. Ja, Jan Rosenthal, jetzt auch eingetroffen im Trainingslager. Das Jahr hat ja super begonnen. Welche Motivation nimmt man da noch mit? Vater geworden, alles gut im Moment, oder? Ja, absolut. Wir haben zu Hause jetzt ein super schönes Familienleben. Hier haben wir einen neuen Trainer, kleine Aufbruchsstimmung. Es ist ein bisschen schade, dass wir aus den letzten drei Spielen nichts mitgenommen haben, weil da hat man auch schon ein bisschen was gespürt wieder. Wir haben gute Leistungen gezeigt, aber das wollen wir jetzt im neuen Jahr gut machen. Wie wichtig waren trotzdem diese letzten drei Spiele, wo man doch Sachen wieder entdeckt hat oder wieder spielen konnte, die man vorher vielleicht ein bisschen untergegangen waren? Ja, das war natürlich wichtig, dass wir wussten auch, dass wir das können. Ich meine, es sind da ein paar Sachen zusammengekommen. Ich will jetzt nicht alles auf den Trainerwechsel schieben. Aber anscheinend war es so, dass dann bei ein, zwei Spielern ein bisschen mehr noch rauszuholen war. Und da haben wir deutlich gezeigt, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Wie ist er denn so, der neue Trainer? Wie ist denn der Eindruck, den der Spieler Jan Rosenthal jetzt von ihm gewonnen hat in den Einheiten, die er mit ihm machen konnte? Ja, ich habe noch mein erstes Bundesligaspiel ja gegen ihn gespielt. Er ist absolut noch ein Kicker, also er ist noch einer von uns sozusagen. Er will selber am liebsten noch mitspielen, wenn der Körper noch könnte sozusagen. Hat immer einen guten Spruch auf den Lippen und er weiß, wie wir uns fühlen. Er hat auch oben mitgespielt, er war bei Weltmeisterschaften dabei, er hat bei Bayern, bei Dortmund gespielt, bei Werder erfolgreiche Zeiten gehabt. Also er weiß absolut, was es braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Er hat auch, denke ich mal, so ein bisschen dieses Darmstadt-Gen, dieses Kämpfertyp, emotionaler Spieler, also alles das, was man auch hier ein bisschen braucht, vereint er. Von daher bin ich froher Hoffnung. Die Saison beginnt mit zwei Heimspielen, jetzt gegen Gladbach und gegen Köln. Ihr habt 8 Punkte, ist nicht so viel, aber das rettende Ufer ist ja noch in Sicht, also ist ja noch nicht aussichtslos. Wie wichtig sind denn diese ersten zwei Spiele, gerade zu Hause jetzt? Oder gilt die alte 1000 Anführungszeichen Floskel, von Spiel zu Spiel zu denken? Ja, wir haben natürlich jetzt nicht ewig Zeit, um auf Punkte zu warten. Dazu haben wir zu wenig. Deswegen müssen wir schon alles reinlegen. Aber es darf auch nicht so passieren, wie es letztes Jahr zum Beispiel Hannover passiert ist, dass sie alles in diesen Rückrundenstart gelegt haben, wahnsinnig gut begonnen haben, dann trotzdem verloren und danach ist sozusagen das Kartenhaus so ein bisschen zusammengepurzelt da und die haben gar nichts mehr geholt. Das wird bei uns nicht passieren, aber trotzdem brauchen wir einfach Punkte sofort. Warum nicht schon bei einer Mannschaft, die auch einen Trainer gewechselt hat?